Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit und Dankeschön an meinen Freund und Sporttherapeuten Thomas Schmal, der mich heute angerufen hat und gesagt hat, du, die hätte heute Geburtstag. Ja, und einige der Übungen, die da drinnen stehen, die machen auch wir gemeinsam. Ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten davon und die beginnt heute ganz locker und entspannt. Das heißt, wir gehen in die leichte Grätsche, geben unsere Arme her Richtung Hüfte und beginnen jetzt einmal ganz locker hier zu mobilisieren. Das heißt, leicht zu kreisen. Wir starten mal sanft hinein in den Tag. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier zu variieren, in eine Richtung euch zu bewegen, in die andere. Ja, die schon ein bisschen fitter heute sind, können natürlich da gleich etwas größer werden mit der Bewegung. Die anderen fangen mit kleinen Kreisen an. Man spürt es eh selbst am besten, wie es heute geht, oder? Ja. Wichtig wie immer, denkt dran, die nächsten 20 Minuten oder knapp 20, das ist eure Qualitätszeit, eure Quality Time. Die ist nur für euch bestimmt. Für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden. Ja. Also, genießt diese. So, wir werden ein bisschen größer, etwas ausladender von der Bewegung her. Und schauen uns dabei auch gleich das erste Video an. Das hat mir die Helga geschickt und das zeigt die Enkelkinder, die Katharina und den Oliver, wenn sie bei den Großeltern ja, in Klosterneuburg zu Geburtstag, zu Besuch sind. Da schau, ja, da probiert er schon. Ja, die Katharina schaut jetzt auf den Bruder, glaube ich. Wie macht es der? Hm? Also Kinder und Bewegung, ganz, ganz wichtig. Ja, sehr schön. So, und die Damen und Herren, die sich zutrauen, versucht einmal einen Achter hier zu machen. Kleine Bewegungen zunächst einmal. Achter, Lächeln aufsetzen wie immer. Ja, sehr schön. Dann einmal die Richtung auch zu wechseln. Richtung wechseln. Ja, sehr gut. Und dann kann man da größer werden, wie auch immer. Oder einfach nur kreisen. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Warum sage ich das? Ja, unterschiedliche Damen und Herren, die mit dabei sind, von jung bis alt. Ja, unterschiedliche, sagen wir mal, Könnerstufen unter Anführungszeichen. Und jeder fühlt sich auch nicht gleich. Deshalb bitte die Eigenverantwortung, ganz, ganz wichtig. Macht die Übungen nur so gut es geht. So, wir werden eine Spur breiter und bewegen jetzt unseren Oberkörper praktisch von rechts nach links. Da sind wir jetzt stabil. Da stabilisieren wir ebenfalls. Genau, und wechseln wieder von rechts nach links. Und auch das geht ein bisschen breiter, wenn man möchte. Das heißt, dann haben wir hier innen die Dehnung, da die Stabilisation. Genau, und da gehen wir von rechts nach links. Jawohl, wir setzen unser Lächeln auf. Sehr schön, das ist der sanfte Einstieg heute. Und die Verena, die hat mir auch was geschickt, und zwar ein Video. Sehen wir gleich via Instagram. Ah, okay. Macht gar nichts. Ihr habt gehört, wir haben gerade ein technisches Problem. Ja. Houston, wir haben ein Problem. Macht gar nichts. Ja, dann heben wir uns für morgen auf. Sehr schön. Rechts, links. Ja, genau. Versucht einmal, dann wirklich auf einer Seite zu stabilisieren. Dann die andere Seite zu machen, ebenfalls. Und zur Mitte kommen. So, jetzt wird es dynamisch. Unser klassischer Boxer. Dazu stelle ich mich seitlich hin. Und zwar, wir drehen richtig schön unsere Fäuste nach vorne aus. Damit mobilisieren wir auch unsere Ellbogengelenke, ja, sehr schön. Also die Einsteiger, langsam zunächst einmal eine Hand, dann die andere, schön nach vorne, da richtig, da ausdrehen, ja, sehr gut. Und die Fortgeschrittenen, die können dann gleich schneller werden natürlich oder auch ihre Beine dazu nehmen, rechts, links, genau. Versucht das einmal, so schön, ja, versucht das einmal, zeig's einmal von der Seite her. Ja, mit den Beinen dazu, schön langsam einmal versuchen, für die Einsteiger, ja, zack, und dann natürlich, hoppala, bin aus dem Rhythmus gekommen und dann das Ganze ein bisschen schneller zu gestalten. Und da kann man schon Tempo aufnehmen und wir können uns dabei auch dementsprechend bewegen, ja, rechts, links gehen, ja, auch dann wieder vielleicht ab und zu einen Haken schlagen, wieder nach oben, nach vorne zu kommen, wieder retour, also da kommt schon ein bisschen Schwung rein. Sehr schön. Und wieder nach vorne. Oder einfach nur am Stand probieren einmal. Zunächst 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jeder von euch, wie er möchte. Oder dann versuchen, ein bisschen schneller werden. Und die Einsteiger machen einfach nur die Arme nach vorne. Ja, genau. So ist super. Rechts, links. Nach vorne. Zack. Und auch da geht es natürlich, die Arme von unten nach oben zu bewegen. Und wenn das dann funktioniert, dann nehmen wir die Beine dazu. Sehr schön. Und wir bewegen uns schon. Also, für alle ist was mit dabei.
Ketchup-Atmung fließt. Und wir werden einmal kurz schneller. Versucht einmal, so schnell es geht. Jawohl, genau. Und wir werden wieder langsamer. Hui, schütteln aus. Merkt man, gell? Geht rein, auch in die Arme. Atmung wird ein bisschen flotter. So, nächster Schritt. Wir gehen in die leichte Grätsche. Unser Hampelmann. Dazu Arme nach oben. Jetzt bewegen sich unsere Arme Richtung Gesäß. Von oben nach unten, Einsteiger-Variante. Fortgeschrittene, Arme bewegen sich nach unten, auch unser Gesäß geht nach unten und wieder nach oben. Fortgeschrittene Variante. Ja. So, wie gesagt, entweder nur die Arme von oben nach unten zu bewegen oder auch dann, ich zeige es mal von der Seite her, auch mit dem Gesäß nach unten gehen. Zack. Fortgeschrittene Variante, sehr schön. Und dann natürlich für die Profis, die geben gleich richtig Gas mit dem Hampelmann. Jawohl. Da bewegen wir uns gleich mal. Übrigens, ich habe gestern in der Werkstatt, wie war, eine Dame getroffen, die gesagt hat, ich turn auch mit. Und ich wollte Ihnen nur sagen, erstens einmal habe ich abgenommen und zweitens, mein Gewebe ist viel straffer geworden. Ja, so soll es sein. Genau. Oder dann wieder, zack, klein werden. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Oder natürlich dann leicht in die Knie gehen. Alles ist möglich. Sehr schön. Okay, wir schütteln aus. Nächster Schritt. Dazu verwurzeln wir eines unserer Beine. Ganz wichtig, halten uns irgendwo an, wenn es sein muss. So, lösen dann aus. Und wenn wir ausgelöst haben, strecken wir ein Bein nach vorne. Entweder Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profis. Kommen wieder retour. Macht es einmal richtig langsam. Ja, versucht langsam, fast wie in Zeitlupe. Konzentriert euch darauf, diese Bewegung auszuführen. Oberkörper ist gerade, ja. Sehr schön. Noch zwei. Ja, soweit es geht. Einsteiger fangen da unten an. Fortgeschrittene da. Profis weiter nach oben. Und einmal geht's noch. Sehr gut. So, und das Gleiche machen wir jetzt zur Seite. Ja, das heißt, wir spreizen ab. Einsteiger. Fortgeschrittene und Profis halt noch weiter nach oben. Zack, und noch da versucht einmal langsam das Ganze zu machen. Ja, zwei. Genauso. Drei. Geht ganz schön, gell? Vier. Und jetzt der fünfte. Sehr schön. Fünf. Kommen retour. Und jetzt da geht das Ganze nach hinten. Ja? Das heißt, wir strecken nach hinten weg. Eins, auch da wieder langsam, konzentrieren. Zwei, da haben wir den unteren Rücken, das Gesäß, hinteren Oberschenkel mit dabei. Ja. Drei, Atmung fließen lassen. Vier und fünf. Sehr gut. So, kurz ausschütteln. Jetzt wechseln wir das Bein. Auch da langsam einmal. Wieder gescheit verwurzeln, anhalten, wenn es sein muss oder irgendwas zur Sicherheit da haben und dann bewegen wir unser Bein nach vorne wieder. Jeder so gut er kann. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Eins. Langsam, wirklich, lasst euch einmal Zeit. Konzentriert euch. Zwei. Sehr schön. Drei. Super. Vier. Und jetzt der fünfte. Und fünf. Ja, da muss das Gleichgewicht, ja, hat auch was zu tun. Also unser Körper muss sich konzentrieren. So, jetzt das Ganze zur Seite. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Eins. Wir setzen das Lächeln auf, Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt kommt der fünfte. Fünf. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch einen Retour. Ja? Und auch da wieder darauf achten. Gescheit verwurzeln und nach hinten. Jetzt schon. Eins. Wenn man das richtig schön langsam macht, versucht es einmal auch kurz zu halten. Merkt ihr das? Die Spannung dem Gesäß, unterer Rücken. Ja, da kriegen wir ein knackiges Popschall. Der Sommer steht vor der Tür. Zwei. Drei. Vier. Und der fünfte. Sehr schön. Super, kurz ausschütteln. Wir gehen gleich weiter zu unseren Waden. Und dazu stellen wir uns einmal eng zusammen mit den Beinen, so eng es geht. Ja?
Und jetzt drücken wir uns praktisch über die Fußballen nach oben ab, drücken uns ab, so gut es geht, senken die Fersen wieder, bleiben aber kurz über dem Boden stehen. Ja, also wir versuchen, die Fersen nicht auf den Boden aufzusetzen und das machen wir jetzt auch. Sehr schön. Sehr gut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganz kurz ausschütteln. Jetzt werden wir eine Spur breiter. Weiter geht's. Damit haben wir die komplette Wadenmuskulatur. Ja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die schon länger mit dabei sind, wissen, was jetzt kommt. Jetzt werden wir neue Spur breiter. Ja, genau so. Und auch ebenfalls. Komm mal, komm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal noch nach oben und wir senken nach unten ab. Sehr gut, da haben wir nicht nur die Wadenmuskulatur, sondern auch den vorderen Schienbeinmuskel mit dabei. So, und weiter geht's gleich mit unserem Fußball, und zwar Füße oder Beine und Oberkörper. Das heißt, halbe Kniebeuge, Rückenstrecker, ungefähr schulterbreiter Stand. Dann gehen wir halbe Kniebeuge, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, haben wir da. Ja, das ist die Position, ich stelle mich seitlich hin. Und wenn wir diese haben, strecken wir unsere Arme nach oben. Und wieder retour. Erst dann gehen wir mit dem Gesäß wieder nach oben. Gesäß nach unten. Arme. Wieder retour. Und wieder nach oben. Ja? Also entweder bewegen sich Beine oder die Arme bewegen sich. Sehr schön. Und 5. Kommt zu euch. 4. 3, 2 und 1. Und wieder nach oben. Sehr gut. So, wir schütteln ganz kurz aus. Nächste Übung. Wir gehen in die leichte Grätsche. Ja, stützen uns da ab. Ja, und jetzt ziehen wir mit einer Hand da innen hinein und mit der anderen gehen wir nach oben. Warte ganz kurz eine Sekunde. Ja, wir haben ein bisschen einen Besuch da. Hey, raus da aus dem Büdel. Hallo, schaut, das sind unsere Bauarbeiter, die sind ganz fleißig. Ihr sollt bitte aus dem Büdel gehen, wir haben eine Live-Sendung. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich sehe mal, muss schmecken. Ich hoffe, sie haben sich schon bewegt, die zwei. So, also. Gut, wir ziehen da hinein und ziehen jetzt da richtig schön nach oben. Richtig den Daumen nachblicken. Einmal, ja. Die Klammer ist eine versteckte Kamera. Zweimal. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt winken sie klein und sagen, hallo Mama, ich bin heute im Fernsehen. Ja, super. Also da rein. Und jetzt ziehen wir schön nach oben. Immer den Daumen nachblicken. Daumen nachblicken, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, ihr könnt es mitmachen. Genau, die Übung. Macht es mit. Genau, so rein. So, ja, so und dann. Ja, so. Zack. Okay, jetzt wechseln wir. Ja. Andere Hand, ja, das. Wir steigen da hinein, ja, so. Und wenn wir das jetzt machen, schauen wir uns gleich das Bild an von der Verena via Insta. Hat sie mir das geschickt? Was ist das? Na, das ist nicht von mir, das kannst du abdrehen. Das ist schon wieder. Sind wir heute bei versteckte Kamera? Das ist ein Wahnsinn. Das habe ich nicht geschickt. Ich glaube, heute sind wir wirklich bei versteckte Kamera. Und nach oben. Schön nach hinten und wir atmen, jawohl. Nach oben. Sehr schön. Und unten durch. Ausgezeichnet. Und wir ziehen nach oben. Ich glaube, der hat schon ein bisschen Hunger da im Fernsehen. Da gibt es ja schon die Torte. Und einmal ziehen wir noch schön nach oben. Jawohl. Sehr gut. So, wir schütteln aus. Jetzt springen wir noch schnell ins Wasser und machen ein paar Brustdämpfe. Folgendermaßen. Ja? Wir strecken unsere Arme nach vorne strecken. Ja? Und jetzt ziehen wir an. Und strecken nach vorne. Das heißt, wir schwimmen gemeinsam im See. Ja, wir schwimmen im See. Sehr gut. Auch die Zelle soll täglich schwimmen. Sehr schön, genau. Viere. Und jetzt da. Ja, sehr gut. Da haben wir das Bier in der Hand. Das Wurstzimmerl. Das gefällt mir.
Und wieder, geht schon. Und wir ziehen nach vorne. Genau, nach vorne. Jawohl, ausgezeichnet. So. Und der nächste Schritt, den wir machen, ist folgender. Entschuldigung, geht's da zum Corona-Test? Wir gehen die Arme nach vorne. Geht's da bei euch den Corona-Test? Wir bleiben jetzt einmal kurz dran. Nächster Schritt ist, wir haben jetzt unser Rückentempo. Das heißt, wir ziehen schön nach hinten. Servus, Andi Knoll, begrüße dich. Servus. Vielleicht kannst du es bitte abstellen und machst gleich mit, komm. Du bist eine Maschine, du bist überhaupt nicht zum Rausbringen. Wir machen eine Retour, geht schon. Schwimmen jetzt gemeinsam den Rücken. Ja, ausgezeichnet. Wir bleiben dran. Warte, ich kann leider nicht mitmachen. Damen und Herren, ja, es passt schon. Wir bleiben auf alle Fälle dran. Wird klemmt. Wir schwimmen schön nach hinten. So, ausgezeichnet. So, nächster Schritt. Wir haben auch noch Delfin. Ihr wisst, das ist die Geschichte. Wir gehen nach vorne. Warte mal kurz mit deinem Delfin. Ich weiß. Aber deswegen bin ich ja da. Weil die Romy 2021 geht an Fit mit Philipp. Schau mal. So, schau. Du darfst sie angreifen, ich nicht. Na geh, ehrlich. Mal ist das lieb. So, schau. Danke. Echt jetzt? Ja. Das ist... Er ist nämlich... Der Knoll ist mir heute über den Weg gerannt. Was macht der Knoll? Ich darf gar nicht drüber nachgedacht. Ich hab gefragt, wo der PCR-Test ist. Ja, genau. Deine Sendung ist gleich aus. Die Romy-Sendung gibt es am kommenden Samstag. 20:15. Ja, warte, ich muss mir kurz verabschieden. ORF2, also mehr trinken, die Zelle, die muss schwimmen. Und wir sehen uns morgen wieder um kurz nach 9. Und ich danke euch, ihr seid so Wahnsinn, ihr habt es möglich gemacht. Danke, danke. Ich liebe euch. Alles Liebe, Dankeschön, Knolli, komm her. Auch ein super Sportler, sportlicher Typ. Geht oft schwimmen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt ein bisschen weg von der Rolle. Bis morgen wieder. So, Dankeschön. Ich gratuliere. Danke, danke. Ich wollte heute nicht unhöflich sein zu dir. Nein, das passt nur schon. Ich war gerade. Ja.